Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Spürmi. Ja, heute habe ich für euch die Collectors-Tin und die große Collectors-Tin, also die Mini-Tin und die Big-Tin von der Euro 2020. Ja, das könnte ich längst zeigen, aber ja. Ich denke mal, ihr freut euch ja jetzt noch darüber. Ist ja noch ein bisschen hin bis zur Euro. Ja, dann würde ich mal sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann geht's danach los. Bis gleich. Ja, dann starten wir mal. Ich glaube, wir starten mit der kleinen Tin, oder? Ja. Die machen wir mal ein bisschen hier zur Seite. So sieht die aus. Hier steht auch noch der Preis drauf. 4,99 Euro. Mit 24 Karten und einer limitierten Karte. Ich denke mal, wir machen hier das Plastik ab und schauen uns mal die Tin genauer an. Ich finde die echt schön, die ganzen Tins. Ich bin mal gespannt, wie die von der Panini 365 aussieht. So. Ein paar Spieler kennen wir hier schon mal. Sané, Hazard. Bei den anderen zwei fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ja. Drehen wir mal rum, hier steht nicht viel drauf. Offiziell Lizenzprodukt. Ja moin. So, dann öffnen wir das gute Teil mal. Oh yeah. Hier kommt uns schon Friesmann entgegen. So. Kann ruhig ein bisschen hier im Blick bleiben. Kriegt man natürlich auch, der darf euch ein bisschen angucken. Dann haben wir hier vier Booster. Drei verschiedene Designs. Einmal mit Toni Kroos. Isco ist das, glaube ich. Hier ist, glaube ich, Isco, oder? Aber hier fällt mir jetzt nicht ein. Der ganz linke hier. Hier mit Hazard in der Mitte, dann hier mit Isco, denke ich mal, und Toni Kroos. Und Van Dijk. Ja. Stehen hier auch die. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Also insgesamt gibt es 390 Karten. 225 Base-Karten. 144 Special-Karten, 30 Fans, eine in 2 Packs, 54 Power-Up-Karten, eine in 4 Packs und 9 Rares, eine in 20 Packs und 18 UEFA Nations League-Karten, eine in 7 Packs. Jawohl. Dann denke ich mal, rufe mir das Ding mal auf hier. Booster Nummer 1. Mal schauen. Wie starte ich denn am besten? Ich will die Karte mal am Schluss. Dann drehen wir die hier. Los geht's. Hier haben wir Sean Stones. Von England. Die Karten habe ich euch schon mal gezeigt, wie die aufgebaut sind, oder? Ich hoffe es. Hier sehen wir die Werte des Spielers. Hier unten. Elfmeter. Hier das Rote, also er ist Abwehrspieler, denke ich mal. Dann haben wir Adam Lang. Hier haben wir Selyuncu von der Türkei. Der andere war hier von
Uruguay, nee. Hungary. Und hier haben wir Sergio Ramos. Rambo Ramos von Spanien. Rambo Ramos. Hier haben wir Barcas von Cruyff. Und was haben wir hier? 1, 2, 3 und James McLean von Irland. Als Fanskarte. Fans Favorite, genau. So, die legen wir uns mal extra. Basekarten, hier oben die Limi. So, nächster Booster. So. Ah ja. Die machen wir mal ganz hinten hin. Die müssen wir wieder drehen. Die Dreherei direkt auch ein egal. Hier haben wir Callum McGregor aus Schottland. Dann haben wir aus der Schweiz Aris Severovic. Hier haben wir Claudiu Keseru von Rumänien. Da haben wir hier Daniel Cavarel von Spanien. Haben wir Raphael Varan von Frankreich. La Baguette. Und als nächstes kommt der Victor Glason. Als Keyplayer von Sweden. Schön in die Ikea gehen. Nächster Booster. Vorletzter Booster aus der Mini-Team. So, die kommt nach hinten. Da muss ich hier zwei wieder drehen. Zack. Und wer kommt hier uns entgegen? Leroy Sané. Sahne. Gib uns die Sahne. Dann haben wir Adida Viola von Hungary. Wir haben von Irland. Corey Evans. Da haben wir als nächstes von Dänemark Matthias Jürgensen. Da haben wir als nächstes aus Kroatien Sime. Könnt ihr selbst lesen hier. Zack. Sonst kriege ich meine Zunge nicht mehr. Zurück. So, 1, 2, 3. Auf jeden Fall ein Abwehrspieler. Hernandez. Jawolski. Der jetzige neue Bayern-Spieler. Aus Frankreich. So, letzter Booster aus der Mini-Tin. Und wen werden wir hier noch ziehen? Ich glaube mit dem Rares. Okay. Da haben wir von Wales Wayne Hennessey. Dann haben wir hier Jere Uonen von Finnland. Da haben wir von der Türkei Kaan Ayhan. Da haben wir hier Marcus Rashford von England. Da haben wir hier von Kroatien Marcelo Brozovic. Und als letztes haben wir Luka Modric als Rare. Topmaster Luka Modric. Jawohl. Geile Karte. Ich hab eben noch gedacht. Ziehen wir noch eine Rare in der Mini-Tin und was kommt? Eine Rare. Wie geil ist das denn? So. Also das hier ist die Base-Kartenausbeute. Das hier sind die Special-Karten. Was ist hier mit der Ecke los? Und dann haben wir hier natürlich Luka Modric als Rare und Antoine Griezmann als Limit. So, dann machen wir die kleine Tin aus dem Blick hier. Dann kommt die große dran.
48 Karten. Zwei Limits drin. Preis. Warum steht hier Preis drauf? Naja. Schneiden wir mal das hier auf. Aufgehen. Hopp. So. Also ich habe schon ziemlich viele Tins. Wenn ihr die mal sehen wollt, könnt ihr mal ein Video drüber machen. Aber ich warte jetzt mal ab, bis die Tin kommt hier von Panini FIFA 2020. Oder öffnen wir mal. Also hier sind die gleichen drauf wie auf der Mini-Tin. Brauche ich ja nicht mit den Zeugen. So, hier ist die Limi. Zwei Limis natürlich. So, haben wir einmal. Wojciech Szczęsny. Keine Ahnung. Von Polen. Ich denke mal, Szczęsny heißt der oder sowas. Und De Vrij von den Holländern. Oder Niederländern. Ja. Nice Karten. So. Dann kommen hier die Booster. Und dann ist die Tin auch schon leer. So. Zur Seite. Jetzt sieht er sie gar nicht mehr. Zack. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Booster. Vielleicht ziehen wir dann nochmal eine Rare. Wäre auch cool. Ich habe zwei Displays, also 24 Booster Display. Wird auch noch kommen auf meinem Kanal. So. Hier haben wir von Polen. Berecinski. Bowlen. Belgien. KDB. Kevin Bruyne. Ja. Haben wir hier Philipp Novak. Von Tschechien. Als nächstes haben wir hier von Irland. Christy. Haben wir hier Samuel. TD. Von Paguet. Und da haben wir hier wieder einen Abwehrspieler. Und es ist Kieran Tierney als Rising Star. So, zweiter Booster aus der Big Tin. Ah ja. Muss man wieder alles drehen, ja? Das ist manchmal so ätzend. So, hier haben wir wieder Leroy Sahne. Der war eben schon da, jetzt haben wir den zum zweiten Mal. Hier haben wir von Polen Zielinski. In Zielinski. Oh ja, Chiro Boateng. Jo. Leider ja nicht bei der Nationalmannschaft. Dann haben wir Dejan Lovren aus Kroatien. Andreas Christensen. Hat meinen Namen hier geklaut. Aus Dänemark. Oh ja, mein Mittelfeldspieler. Und es ist eine Fans-Favorite. Und zwar William Carvalho. Jo. Eigentlich nicht schlecht. So. Nächster Booster. Ja, moin. Zack. Drehen. Die nach hinten. Und zack. Hier haben wir von Wales, Wayne. Hennessey von Wales. Dann haben wir hier von Kroatien Andrej Kramaric. Hier haben wir Pickford.
Der Pickel fährt fort. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Späßle. Aus England. Haben wir von den Niederlanden. Wijnaldum. Dann haben wir hier von der Türkei. Jokuslu. Und ich habe es richtig ausgesprochen. Jokuslu. Und hier wieder Abwehrspieler. Was haben wir hier? Defensive Rock, John Stones. Aus von den Engländern, meine ich. Sieht richtig cool aus. Gefällt mir. Sieht aus wie so, wenn Silvester ist. So im Himmel die Raketen. Also die gefällt mir jetzt am besten von den Special-Karten. Also natürlich ist die hier noch am besten. Lugamotor Rare. So, zack, drehen. Oh, hier brauchen wir eine Karte drin. Das ist immer cool. Josh McGinnis. Aus Irland. Dann habe ich hier Kroatien. Under Ribbage. Dann haben wir hier Alan McGregor. Aus Schottland. Dann haben wir Kuka von Slowenien. Lustig. Mikael Lustig. Aus Witten. Oh, ihr Mittelfeldspieler, was haben wir für eine Karte? Wir haben eine Rising Star, und zwar Ünder von der Türkei. Ja. So, wir haben jetzt noch vier Booster, die Chance, noch eine Rare zu bekommen in diesem Video. Also zwei Rares in einem Video, das wäre nice. So, die nach hinten. So, zack. Hier haben wir Kalinic. Von Kroatien. Haben wir hier von Dänemark Jürgensen. Oh, Alvaro Morata. Von Spanien. Was hat denn der für Werte hier? 84, 80, 65. Ben Davis. Also nicht Ben Davis, sondern Ben Davis. Von Wales. Hier Schweizerland. Also von der Schweiz, Ricardo Rodriguez. Und hier haben wir wieder Mittelfeldspieler. Und 1, 2, 3. Hier haben wir Koke Fans von Spanien. Naja. Noch drei Booster. Komm, drück mir die Daumen. Ich weiß nicht, ob ich noch zwei. Das ist eine schöne Karte. Habe ich auch noch nicht so oft. Zack. Hier haben wir von Slowenien, oder Slowakei, meine ich. U-Boot-Chan. Dann haben wir Aaron Ramsey von Wales. Dann haben wir von Finnland Uronen. Ja. Haben wir hier Flat Chiriches von Rumänien. Haben wir von Polen Arthur Jedrzejczyk, keine Ahnung. Ihr könnt es selbst lesen. Okay. Hier haben wir Finals Portugal 2019, Dänemark. League B. Ja. Hallo. Jetzt muss ich das auch noch so machen, oder was? Ja, so geht's. So geht's. Nicht schlecht, die Karte. Die erste für heute. Weiß gar nicht, ob die so selten sind. Vorletzter Booster. Oh, der Mühlberg. Wird immer größer. Zack.
Zack. Zack. Und. Und. Kader von Hungary. Hungary. Wir haben hier von Schottland. McKenna. McKenna. Wir haben hier von Portugal. Ciao. Cancelo. Cancelo. Da haben wir Elvedi von der Schweiz. Schweiz. Da haben wir von Polen. Polen. Tschechny. Tschechny. Was haben wir hier? Ein Goalkeeper. Okay. Okay. Also Torwart. Torwart. Drehen wir mal rum. 1, 2, 3. Ah, Goldstopper. Jan Sommer. Jan Sommer. Ah, ja. Ah, ich finde richtig nice, die Karte. Also, Karten, wo so. Ja. Wie so ein Feuerwerk. Feuerwerk gemacht, hinten dran. So gesprenkelt. Sprenkelt. So, letzter Booster hier. Ach, schade. Also. Wie es schon mitbekommen habt. Leider keine Rare. So, hier haben wir Thomas Delaney von Dänemark. Hier haben wir von England. Jordan Henderson. Jordan Henderson. Stefan DeFry. Von den Niederländern. Joshua King. Von Norwegen. Von Italien. Andrea Belotti. Und dann, da habe ich ja doch schon den nächsten. Mazedonien. Gruppe D. Andere war ja Gruppe B, glaube ich. So. Mich hier verrenken, dass ich euch die Karte zeigen kann. Ja. Also, das war jetzt alles die Ausbeute. Also die Base-Karte von beiden Tints. Also hier mal die Kleine ins Bild. So. Also hier die Base-Karten. Die Special-Karten. Das sind die Special-Karten. Dann haben wir hier noch die Rare von Luka Modric. Und dann haben wir noch drei Limits. Andron Griezmann, Chesney und DeFry. Entschuldigung. Ja. Falls euch dieses Video gefallen hat. Ja. Dann einen Augenblick. Ups. Fail. Liked dieses Video, bis der Button blau ist. Falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt. Dann könnt ihr den kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr auf meinem Kanal verpasst. Und ja. Und? Geht nicht. Geht nicht. Doch. Und falls ihr noch nicht Abonnent von meinem Instagram-Account seid, ihr seht ihn. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Livestream oder Orakel oder sonst irgendwas. Und auf Wiedersehen!